Ah, jetzt kommen wir in die Knife Round. Endlich geht's los. Auf geht's. Ab in die Knife Round. Omega Gaming, viele Fragezeichen im Namen. Liegt da dran, weil die da so komische Sonderzeichen drin haben. Gegen Vulcanian Tukan. Der Owned by Griptown. Ist nur mal Janis. Da auffällt, also Omega holt sich den Knife Round. Schauen wir, was sie tun. Sie stecken. Auf City. Wir sind gespannt, ob wir jetzt noch mal eine halbe Stunde Warm-up sehen. Nein, wie gesagt, da gibt es den E-Bot. Wenn Sie 2 Minuten brauchen, dann brauchen Sie 2 Minuten, alles gut. Bin jetzt nochmal gepostet. Alle Videos mal auch auf unserem YouTube-Kanal. Einfach aus unserem YouTube oder T in den Chat ballern. Da kriegt ihr den Kanal. Und vielen Dank für alle Abos. Auf geht's. Wird gleich gesplittet. Bei Vulcanian. Underpants. Jetzt habe ich mein Handy selber gehört. Ich habe vorher gehört, das hat Stress gemacht die ganze Zeit. Geht ab im Modchat. Entschuldigung dafür. Und dann kommt der Go auf den A-Spot. Captain holt sich Vincent. Boah. Oh, schönes Ding. MBX rastet aus. Holt sich die 2 Jungs. Mit dem Burst Mode. Holt er sich den ersten? Und man lässt sie einfach onside kommen. Tja, das ist natürlich bitter, hat man so lange gewartet. Da kann Omega quasi ungestört fusen. Hätten sie vielleicht mal ein bisschen früher reagieren müssen, ne? Die Jungs von Vulcanian. Aber die haben sie verschenkt. Den Diffuser hätten sie holen können. Vielleicht haben sie nicht damit gerechnet, dass er kittert. Ja, da geht's instant auf A. Oh, der Captain und der Razor. Da. Noch Fragen? 2 zu 0 für Omega. Wie gesagt, erste Runde auf jeden Fall unglücklich für Vulcanian gelaufen. Aber der Bay ist drin, man hat geplantet.
6, ja. Wollte gerade sagen, muss er gehört haben. Ist man drauf auf B, Bombe liegt hinten, ist natürlich ungünstig. Vincent klärt Mitte. Mal Zeit. Interessant ist hier der Fettes. Interessant ist auch, dass Freaky noch auf A steht. Kann man mal machen. Eraser kann sich die Waffe picken. Letzter Mann, 34 HP. Bombe geht jetzt aber auch Richtung A. MBX macht den Deckel drauf. 2 zu 1. Da holen sie sich die erste Runde. Frostbite bei Omega Gaming. Janis holt hier den Faceless mit der Nate. Der beschwert sich auch, dass er 80 Damage bekommen hat von der Nate. Ja, kann passieren, wenn du sie mit den Zähnen fängst. Oh. Da klickt's. Janis kann sich den Captain holen. Gegen 2. Marsbot. 2 on 2 jetzt. Und da ist er gescheit blind. Grip ist aber am Start. One-on-one Situation. Immer noch One-on-one. Wir nur noch 9 HP und unter Zeitdruck, also Crip vielleicht den Vorteil, hat man auch gesehen jetzt, darunter jumpen. Und kann ihn machen. Knapp, aber er kann ihn machen, nur noch 14 HP, aber da ist die Runde für Omega. Ah, X-Ray habe ich schon wieder vergessen. Es tut mir leid. Jungs, das tut mir leid. Mach's mal aus für die Knife Round. Jetzt ist es dann wieder anzumachen. Ja, Echo Round jetzt bei Wiccanian auf jeden Fall. Sieht aus, als wird es ein konzentriertes Argo. Ja, Captain kann ja vielleicht ein bisschen zu wenig machen mit seiner B90. Und die Jungs sind auf jeden Fall drauf, können blenden. Omega muss retaken. Ja, refrag. Schönes Ding hier von Zaya. Mit dem Son Goku-Belt, by the way. Ich glaube, die haben alle das gleiche Bild, außer der Saiyajin. Nein, Faceless. Auch nicht ganz. Also Dalu wäre auf jeden Fall bei Wiccanian. Faceless mit der AW zeigt sich gar nicht, wenn es nicht sein muss. Kommt jetzt raus, wird aber sofort geholt von MBX.
macht er nichts, der Eraser. Sauber weggeflasht. Ja, Saiyajin. Moin, kann zwei machen, irgendwann ist leer. Kriegt den dritten nicht. Captain. Und drei hier. Mit MBX jetzt alleine und Zeit. MBX kann sich den Eraser holen. Captain mit einem späten Refrack. Ich glaube nicht, dass sie wissen, wo Freibier steht. Doch, also. Wenn sie es nicht gewusst haben, dann haben sie es auf jeden Fall predicted. Na ja, gut, waren zu zweit. Wo soll er denn überall stehen? Also damit auch die Runde für die Omega Gaming Jungs. 5:1 steht. Udi ist schon wieder knapp bei Vulcanion. Also spielt hier nochmal eine Echo. Und muss sich langsam was einfallen lassen. Weggesmoked. Hätte ich haben müssen. Okay. Und Zeit ist der Grip. Bei B. Solange die Jungs den Fake spielen. Ja, da wird halt nicht geschaut. Gleich mit der Bombe raus und versuchen zu blenden. Ist so eine Sache. Da hier. Wird aber ein Haufen gerannt. Das stimmt so nicht ganz, Flofus. Auch die Lina macht sehr, sehr, sehr viel. Vielen Dank. Jan-Li hat mir hart geholfen. Also es sind die Mods. Nur Einzelpersonen. Die Pause ist jetzt auf jeden Fall gecallt. Richtig so. Muss man sich mal Gedanken drüber machen. Was läuft schief? Was können wir ändern? Fucking 14 Stunden sind wir schon live, Leute. Stololo, ich wollte das gar nicht sehen. Und das nach der scheiß Weihnachtsfeier gestern. Also ich merke es auch. Ich muss hart kämpfen gerade. Bin halt auch nicht mehr so ganz fit. Aber wir haben danach noch ein Spiel. Und das ziehen wir noch durch, bevor es dann morgen in die letzten Halbfinalspiele geht. Ah, sei ja ein Problem. Oder war da ausgetauscht? Ein ganz gutes Spiel gemacht, würde ich sagen. Wie gesagt, morgen dann Halbfinal und Finalspiele. Die Finalspiele dann BO3 von allen drei Skillklassen. Also das wird dann auch nochmal richtig nice. Eventuell der Boy himself morgen am Start. Ne, Saya kommt wieder, also nur reconnected. High after retry und so weiter. Kennt man ja. Und dann geht's weiter. Mit 6:1 für Omega Gaming. Faceless holt sich damit schon wieder in die Ecke. Also haben wir ja Probleme, ins Spiel zu finden, Vulcanion. Gegen die Jungs von Omega, vorher super Spiel abgeliefert.
hinten jetzt wohl nicht so ganz ins Spiel. Baseless, kann ich nicht machen. Aber kann auf jeden Fall callen, dass da was steht. Vincent. Eraser, keine Chance. Eraser, nein. Verschießt, verschießt nochmal. Aber der Captain ist da und hilft aus. Wieder schöne Runde für die Jungs von Omega. Machst du nix? Starkes Spiel. Der Jungs. Razor. Holt sich die ersten zwei. Faces Man hilft. Der AW und der Pistol. Und damit schon wieder alleine der Freaky. Mit der Bombe VA. Gegen vier Mann, wenn man Eraser noch mitzählt, mit einem HP. Der Stream hat nur 30 FPS. Viel mehr kann man nicht machen, weil wir eigentlich keinen Source-Button haben. Und wenn ich den hochdrehe auf Full HD und 60 Frames, dann können ganz, ganz viele nicht mehr zuschauen und das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir damit leben, dass es so ist. Ohne die Partnerschaft geht nicht mehr. Es tut mir leid, Leute. zu 1 für Omega. Es wird jetzt echt eng. Also die Jungs von Vulcan müssen sich was einfallen lassen. Vielleicht sollte hier der Captain doch mal die Pause callen und sein Team zurechtrücken. Wie gesagt, Artie Rückhand. Oh, Grip holt sich hier ein durch die Smoke. Kann die zweit machen, kann die Bombe callen. Extra so nachgeladen, Grip. Immer noch. Steht nur noch einer. Nein, den kriegt er nicht. Da muss Saiyajin nochmal aushelfen. Aber die Runde geht auf jeden Fall wieder an Omega. 9:1. Also 1, 2, 3 Ründchen sollten die Jungs von Vulcanion schon noch holen auf die Side. Sonst haben sie es halt echt schwer. Also City Side auf jeden Fall. Die schönere Seite kann sie viel machen, klar. Aber in nur einer Runde in die Halbzeit zu gehen, ist nicht allzu viel. Ja, Nate sitzt. Aber auch die Nate von Vincent sitzt. Kann machen, wird belohnt. Da kommt der Argo. Razor holt die MBX. Ja, da kommt Saiyajin aus dem Connector und holt sich einfach die drei Jungs, die da onside sind. Und damit die 10. Runde für Omega Gaming. Was ist da los, Vulcanion? Übrigens mit Weihnachtsmütze, der Captain. Mit seinem Bild.
Spots. Ja, da können sie zwei Jungs holen. Hier kann gelegt werden. Ja, den Push hätte er sich vielleicht sparen können. Entschuldigung für meinen Ja, der. Wie gesagt, vielleicht nicht ganz so schlau. Aber es sieht ganz gut aus. MBX holt sich ja nochmal ein. Ja, der Faceless Man jetzt alleine. Die Runde muss drin sein. Und die ist drin. Die zweite Runde für Vulcanion. Da können sie endlich mal wieder einen Punkt machen. Müssen jetzt auch echt dranbleiben. Wie gesagt, 10 zu 2. Mit 5 Runden kann man durchaus switchen. Ja, mit 2 haben wir letztes Turnier gesehen, dass man so ein Ding drehen kann, aber ist natürlich schwer. Gut. Noch eine Nate, noch eine Nate, ja, aber macht insgesamt zu wenig Damage. Also 3 Nates, 48 hat er noch, der Faceless. Aus der Mitte. Jetzt hat er sich auch mit der AW eingegroovt. Die Ex wieder. Mit dem Frag. MBX setzt nach, holt sich den zweiten. Dem hat er nicht gerechnet. Auch Janis kriegt ihn nicht. Also MBX hier auch starkes Spiel auf jeden Fall. Mit 15, 1, 11 auch weit oben im Scoreboard. Immer wieder starke Frags, immer wieder Entry Frags. 10 zu 3. Und Kenyon kommt jetzt langsam aus dem Arsch. Allerhöchste Zeit. Ist doch schon den ersten Force jetzt wegen bei Omega. Ja, Vincent hört Steps. Da kommt die Nate. Bis rein in den Connector. Dann ist Smoke, kann man sich merken. Ja, wieso bleibt MBX da? Ich kann sagen, wieso bleibt MBX da stehen? Wieso geht er nicht ganz weg? Aber steht sein Mate natürlich gut. Keiner rechnet damit. Und kann da richtig Damage machen. Also damit 11 zu 3. Aktuell die letzte Chance für Vulcanion, da noch ein bisschen was mit in die Halbzeit zu nehmen. Wie gesagt, eh nicht viel, aber wirklich schön. Jetzt da holen sie sich den Captain und den Eraser. Können die Bombe auch lesen, der Grip. Kriegt die sofort mit dem Refrag. Aber der MBX geholt, jetzt nur noch zu zweit. Freaky hat nur noch 6 HP, ist nicht allzu viel. Da fällt er auch schon, wollte gerade drauf switchen. War so langsam. Dann ist uns regeln. Zeit. Aber die geht durch. Das holen sich die Jungs von Omega auch noch. Also 12 zu 3 in die Halbzeit. Wie gesagt, ich glaube, der Team Captain sollte da mal die Rückhand verteilen in seinem Team. Also vielleicht nicht gleich live gehen, wäre jetzt mein Call gewesen, sondern mal kurz drüber reden, dass man wieder ein Spiel findet. Und da jetzt noch das Ding drehen kann. Ich hoffe mal nicht, dass sie schon aufgegeben haben. Bei so einem Team wie Vulcanion.
hoffentlich weiß, wie man mit sowas umgeht. Auf jeden Fall Richtung B. Ein Mann auf B. Sofort geholt, der Freibier. Schaut da ein bisschen was machen. MBX. Haben wir immer noch nicht gelegt. Jetzt liegt zuerst. Vincent. Ja, Janis kann helfen. Faceless. Und damit kommt der Diffuse. Also wichtige erste Runde geholt. Kann man ein bisschen kaufen. Todesmüde, es tut mir leid, Leute. Oh, ich bin so konzentriert. Wo ist denn der Support? Wen haben wir denn hier für Omega und wen haben wir da für Vulcanien? Crip geht down. Ich kann aber wohl. Nein, aber die Knight kann nicht gelegt werden. Also auch der Money ist die Knight. Aber Akka ist jetzt auf jeden Fall am Start. Bei Omega. Die wollen Schluss machen. Ich meine sehr oft. Knapp 5000 Follower. Scheiße, müssen wir bald einen 24er machen, oder was, Lena? Voll geil, Leute. Also vielen lieben Dank. Da liegt er los. Eraser. Geht down in der Mitte. Faceless Man geht down. Der MBX holt sich den Saiyajin. Ich komme gar nicht so schnell hinterher. Crypt kann jetzt Janis machen. Der Window Push. Ach, da schießt doch fast sein Mate an, der Freibier. Ja, aber das ist auch schon wieder vorbei. Vulcanien. 6 zu 12, 12 zu 6. Jungs. Fast zum Henker. Das ist ein Support, Mann. Dankeschön. Ich halte das schon noch durch. Allerdings waren die Teams. Schönes Ding, Vulcanien. Da wieder gut, lässt sich wenig nehmen. Wir haben 13, Faceless 48 AP, Plenty Knight. Also jetzt läuft es auf jeden Fall bei den Jungs. CT-Seite auch sehr stark, Omega wird nichts gegönnt. 12 zu 7. Wir können langsam, aber sicher aufholen. Was wir uns ja auch wünschen. Also wie gesagt, wir wollen geile Spiele sehen. Chrissy. Gott, ich drücke an MBX wieder. Hat am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, glaube ich, mit der AW, aber hat ganz gut reingefunden. Kann da auch einen Hit setzen. 21 AP nur noch. Für den Saiyajin. Faceless auch nur noch 31. Der Captain mit 62. Also haben alle schon ein bisschen was gekriegt. Ja, cool. Der Switch. Cool. Ja, da wurde die Razor geholt. Natürlich ganz bitter.
Full AP gehabt. Macht mit denen noch ein bisschen Stress. Jetzt wollen auf B, Freibier. Hat's mitbekommen. Ja, 15 Sekunden auf dem Tacho. Da ist nicht mehr viel drin, also nehmt die Waffen mit. Drei AKs. Die Kohle ist eh nicht so fett. Was sie machen. AKs sind drin für Kevlar. Da reicht's halt nicht. Ja, mal erhöht auf eine AK. Also auf drei insgesamt. Mit Kevlar und spielt zwei Pistols. Der Crip ganz ohne Kevlar und kriegt auch sofort Damage. Smokes für den Argo jetzt. Yes. Das kann ich auch merken. Also wie gesagt, Smokes kann man lernen. Ich sitze hier irgendwo mitten in der Smoke. Bin zu spät runter. Das tut mir leid. Ich muss kurz warten, bis er weg ist. Sorry für dies. Jetzt ein kleiner Bug in GoTV, wenn die Smoke aufgeht. Dann kommst du nicht mehr weg in GoTV. Deswegen haben wir jetzt nicht allzu viel gesehen. Hat der Streamer verkackt. Der alte Low. Aber 12 zu 9 jetzt. Force bei Omega. Razor. Jetzt nochmal hier. Die SG. Eigentlich eine unterschätzte Waffe, finde ich, weil wenn du damit umgehen kannst. Wir haben den Jalolay, den Mats, der spielt nur SGs und den Shit und rastet damit aber völlig aus. Als Beispiel. Sam, der Janis hat er auch. 20 HP beim Captain. Zurück Richtung A. Captain, kann er machen. Vincent holt sich den Faceless. Vincent kann auf jeden Fall die Bombe callen, selbst wenn er nicht kriegt. Die Razor, da ist sie, die SG. Blendet es nur, dass nicht durchkriegen. Nein, da ist der Freibier ums Eck und wartet nur drauf. Also 12 zu 10 jetzt nur noch. Genau umgedreht jetzt. Omega kann nichts machen gegen Vulcanion auf City Side. Also es wird auf jeden Fall nochmal spannend. Ah, MBX wieder ganz stark gegen Saiyajin in der Mitte. Vinci kann callen, Vinci kann einen machen, Vinci kann zwei machen. Janis kommt auch noch helfen. Und da der Faceless alleine. Kombi sollte gecallt sein. Das ist echt gefährlich. Macht doch nix.
von drei Seiten angreifbar da gewesen und stehen bleiben, vielleicht einfach Bombe picken und wegrennen, dann kann er vielleicht nochmal irgendwas versuchen. Aber da zu bleiben ist natürlich sein Todesurteil gewesen. Jetzt haben wir beide Teams nochmal full equipped. 12 zu 11. Beide Seiten AW am Start. Die Ex natürlich wieder Mitte. Jetzt mit der AD, wieder Mann. Ah, da gibt er den Mollo. Erstmal blockiert. Schöne Flash von Vincent. Ja, Vincent souverän. Du braucht jetzt natürlich Hilfe. Ja, Vincent! Rastet aus. 8 HP nur noch. Ist auf jeden Fall auch durch. Crip versucht jetzt natürlich die AW noch durchzubringen. Was soll er machen allein? Auf geht's, Stofftiere. Falsches Match. Social CS. Ich glaube, die Jungs bei Duo haben Spaß. Die sind im TS, die feiern. Sind gut drauf. So, 12 zu 12. Also jetzt hier. Richtig krass. Omega lässt sich da aus dem Spiel nehmen. Also CT-Seite ultra stark bei beiden Teams. Jetzt muss ich Omega was einfallen lassen. Wie sie da was machen können gegen die Jungs von Gefühle. Wie gesagt, MBX, super Spiel von ihm. Steht auch ganz oben. Immer wieder ganz wichtige Bricks. Fällt die ganze Zeit auf. Nur noch 24 und 17 HP. In der Mitte. Janis glaubt, der da richtig Damage fabriziert hat. Ach, Bombe liegt weit weg. Razor, Dukan. Freaky. Kann sich hier drei Mann schnappen. Und Crip jetzt alleine. Ah, Freaky sieht ihn. Freaky, 4K. Wenn nicht, hat er 4K safe gemacht. Hat er das Ace geschafft? Ich weiß nicht, ein Track. Habe ich nicht so ganz mitgekriegt. Aber ich glaube, es war nur der 4K. Damit kann Vulcanian jetzt in Führung gehen. Schönes Comeback von den Jungs. Seite von Omega ist. Die Jungs brauchen euren Support. Ja, der Mollo ist gut. Der macht natürlich schon Schaden. Viel Schaden. Nächstes holt sich zwei. Da sind drauf. Bombe liegt. Schon wieder schwierig. Vincent. Vincent. Schönes Ding. Vincent immer noch. Kann richtig Damage fabrizieren. Und schon ist Crip alleine. Den müssen sie haben. Ja, den hat er. Kit ist am Start. Da ist sie. Die nächste Runde für Vulcanian. Vincent schön gemacht. 12 zu 14. Wird Omega nicht gelassen. Der Ausgleich. Und jetzt wird's haarig. Wie gesagt, Omega muss jetzt echt langsam da mal eine Runde holen. Das heißt langsam.
Verdammt euch die Zeit. Guck mal, interessant hier. Gefaked wird, gepusht wird. Also B kann schon ausgeschlossen werden. Spielen sie, kaum sind sie in Führung, spielen sie aggressiver. So wie sie es gehört. Also, dem Tactics are real bei Vulcanion. Razor. Einer B. Ja, das ist schon vorbei. Also Vulcanion kann es real machen. Nice Comeback, würde ich so sagen. Krasses Ding. Wir holen uns